Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doobie Turtle unter Linux mit Wine und Lutris. Ja, in der letzten Folge sind wir hier auf Hagabadagabumba. Wie heißt dieser Ort hier nochmal gelandet? Wie hieß dieser Ort hier nochmal? Stand hier doch irgendwo in den Notizen drin. Naja, auf jeden Fall sind wir dort gelandet, wo alles begann. Dort, wo die Legende des Doomslayers geboren wurde. Und wo, die erste Invasion der Dämonen zwar vereitelt wurde, aber trotzdem, ja, man die Welt nicht vor sich selbst retten konnte, weil die schöne Khanmaker, wie wir ja schon unzählige Male mitbekommen haben, ja, ihren eigenen hinterhältigen Plan gegen ihre komischen Agenten da getrieben hat. Und naja, deswegen ist ja alles ein bisschen kacke geworden, trotz allem. Ja, genau, und dann sind wir vorhin auch zu dieser komischen Gottmaschine gekommen, wo wir auch schon in einigen Notizen gelesen hatten, wo halt einer von den Priestern oder so uns ja die irgendwas da reingeballert hat, weswegen jetzt der Doomslayer so Doomy-Gloomy-Slayer-mäßig drauf ist, glaube ich. Also wütend war er vorher schon, aber er halt dann nochmal extra stark. Oh, war er. Ich verballere meine ganzen Extra-Leben. Warum bin ich so schlecht auf einmal? Die BFG. Kritischer Schaden. Sagen, haben wir den erwischt oder was? Trotzdem haben wir ein extra Leben verballert for no reason. Das hätte nicht sein müssen. So, die Emotionen nehme ich hier trotzdem mit. Es hätte halt einfach nicht sein müssen. Okay, es scheint noch mehr zu geben als diesen einen einzigen Schalter. Was macht der denn offen? Ah. Und sagen, war ich jetzt rechtzeitig? Huch. Ja, sieht so aus. Gut, schön. Beigepunkt erreicht. Was zur Fick, wo kommst du denn plötzlich her? Ist das von da oben runtergefallen oder was? Läuft bei ihm. Ah, ein Imperial-Portal. Da muss der Key hier ja auch in der Nähe sein. Der kann dann ja nicht weit weg sein. Das Imperial-Portal dort ist. Sieht damit geradeaus weiter aus. Ist das der reguläre Weg? Ah, da ist auf jeden Fall der Imperial Key, aber das da ist zu. Okay.
ein bisschen das Wasser absenken. Nee, da ist nix. Da ist was hinter, aber ich glaube, da kommen wir jetzt noch so nicht gerade dran. Okay, da müssen wir weiter. Ah. Ah, verstehe. Und den nächsten Stöpsel gezogen hier. Schöne Sache, schöne Sache. So. Okay, wir haben das jetzt geöffnet. Ist es überhaupt zurück zum Infirmary-Key oder? Ist die Chance jetzt vertan? Die muss ja auch noch irgendwie hinkommen. Die Musik gefällt mir, also auch wenn es nicht so richtig Musik, sondern mehr so Hintergrund-Ambient-Musik ist, trotzdem ist sie cool. Das Bedrohliche da drin ist einfach sexy. Gibt's hier noch irgendwas? Wir kommen doch von hier aus dann auch irgendwie hin. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, Infirmary Key gefunden. Beziehungsweise Slayer-Schlüssel gefunden, den Infirmary Key bekommst du ja dann, glaube ich, hier nach. Wunderbar. Tja, dann viel Spaß im Slayer-Portal. Ach Gott, auch noch so ein komisches Totem ist jetzt hier irgendwo. Könnte das sich denn versteckt haben? Wo könnte denn das komische Totem sein? Der Herr? Ach, fickt euch doch alle, ihr dämlichen Idioten. Hier. Pain Element, geh woanders spielen.
Ja, gib mir schon das hier. Ich eigentlich, dass sie drauf loslassen sollen. Wo ist denn jetzt die Schlange? Da. Toll, jetzt brauche ich mein extra Leben auch nicht mehr. Jetzt brauche ich das Ziel auch nicht mehr. Habe ich keine Munition mehr für die BFG oder was? Die sind immer wieder anstrengend, diese Portale. Trotzdem mache ich sie. Soll ich hier ganz ehrlich was klappern? Ja, ein Soundeffekt festgefahren oder was? So, Infuriate Key, Himmelsschlüssel. Wunderbar. Da haben wir ja schon fast aufgeräumt. In der falsche Richtung. So, hier sind wir doch hergekommen. Hier sind wir hergekommen, genau, wunderbar.
Ach Gott. Das ist die BFG. So, wo ist der Dicke denn? Fuck, hier ist irgendwo ein Archweil. Kacke. Speicherpunkt laden. Scheiße. Wir haben das extra Leben jetzt verballert für so eine Scheiße. Naja. Kann ich noch irgendwas aufbessern vielleicht? Oh, ich habe zwei von den Runen noch übrig. Besser Wiederherstellung. Oh, wie viel von 25 habe ich davon? Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten und Stangenschwung, schnellere Waffen und Modwechsel. Dash führt sie schneller wieder auf, finde ich gut. So, hier enthüllt sämtliche Fortschrittsgegenstände im Dossier, ist mal nicht so wichtig. Kürzere Abklingzeit nach dem Feuer, Eisbombe finde ich auch gut. Dämonen bleiben länger eingefroren, finde ich auch gut. Erleiden eingefrorene Gegner Schaden oder werden getötet, hinterlassen sie Gesundheit, finde ich gut. Schaden gegen einen eingefrorenen Dämon ist erhöht. Muss ich öfter benutzen, die Granaten, ey. Kurzes Abklingzeit nach dem Feuern. Splittergranate benutze ich nicht so gerne, nicht so häufig. Das klingt ganz praktisch. Das klingt ganz praktisch. So, Arsenal. Mobiles Geschütz. Wandlungsgeschwindigkeit des mobilen Geschützes ist erhöht um 50%, klingt gut. Erhöht das Bewegungstempo, während das mobile Geschütz ausgerüstet ist, finde ich auch gut. Töte 5 Gegner 10-mal mit einem einzigen Einsatz von mobiles Geschütz, ohne zu überhitzen. Sollte zu machen sein. Bewegungstempo im Arbalest-Modus um 30% erhöht, klingt auch gut.
Größe der Abarest-Explosion um 60% erhöht. Töte 20 Kakao-Dämons mit dem Arbalest, okay. Das haben wir schon durchgebessert. So, das ist das. Mikroraketen. Alle Verbesserungen erhalten. Achso, hier. So, wir hier treffen mindestens 3 Gegner 15 Mal mit einem einzigen Salve Mikroraketen. Okay. Okay, Anzug haben wir ja schon. Was ist hier mit dem Wächterkristall-Dinger? Haben wir ja. Müssen wir dann erst finden. Gut. Also auf ein neues. Wie leuchtet erstmal noch Lieder? Von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Genau. Geschützt. Wo bist du denn? Nein, du bist es nicht. Du bist es doch. Ja. Schlechter Tag für dich. Oh, fuck, Archway. Wo ist er hin? Archer jetzt erwischt und lebt er noch. Gib mir dein Leben! Und du die Munition! Wo ist er denn jetzt?
Das war jetzt anstrengender, als es sein sollte, glaube ich. Da geht's hoch. So von hinten irgendwie dran. Schauen wir mal. Ah, hier, wollte ich sagen, ob sie noch in der verräterische Wand. Schick. Eine verräterische Wand gibt. Na, guck mal, da ein Secret Portal. Geheimnis gefunden und ein Cheatcode. Tja, dann wollen wir mal schauen, ob wir das hier schnell genug hinkriegen. Was? Wegen dem scheiß Doricle wurde das jetzt nicht gezählt? Hört doch verarschen. Ich weiß, wie man den Typen platt macht. Das musst du mir nicht zeigen, Spiel. Das ist mir sehr wohl bewusst. Kackidiot, ey. Ja, so sind die Speicherpunkte relativ sinnvoll verteilt. So. Eieiei, wir haben schon wieder die Folgennummer hier voll. Würde ich sagen, machen wir die Randale hier nächstes Mal weiter. Für heute sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.